noch mehr Krimskrams. Danke, Micha, für den 12. Monat. Für Tier 1, 12 Monate. Vielen Dank. Musste mal eben Micha zum VIP-Status hinzufügen. War länger als 12 Monate Support, obwohl Micha das eigentlich schon länger verdient, weil er halt sehr viel Abo verschenkt, also Abos verschenkt hat hier. Das ist halt Ehrenmann. Dass ihr so intelligent seid wie ein Casio-Rechner, ey. An sich war noch mehr zu looten. Jetzt ist es egal. We've got a problem. That HK is still functional. I can't get near. You'll need a rocket launcher to even make a dent in that thing. You better find one. Ach, ein HK Panzer. Das ist der Hunter Killer. Ich dachte, die fliegenden Dinger. Auch mit dem Raketenwerfer den Generator auf die Rückseite anschießen. Und wenn ich in den Kopf schieße, kriegen die auch für ein paar Sekunden, sind die außer Gefecht gesetzt. Okay, its power supply is located on its back. Shoot it. Hurry, Skynet's reinforcements are starting to show up. Ich hab nur noch zwei Raketen. Dann sitzt du da, um Fotos zu machen. Und dafür kriegst du 39 EP. Now get the cover until it returns to the scanning routine. Also HK-Panzer.
Das andere ist dann wirklich HK, weiß ich nicht, Flugzeug. Nur einer an. Lasergesteuerte Raketen. Die mir nichts bringen gerade. Irgendwo muss also noch ein Raketenwerfer sein für lasergesteuerte Raketen. Watch out! Drone's approaching! Ich habe es nicht vor, von der billigen Drohne zu sterben. The power supply river. It's on its back. Ja! Kein Stress. Du bist mich gerade nicht hier. Ich muss warten, bis der wieder im normalen Suchmodus ist. Obwohl, er scheint da irgendwie keinen Bock drauf zu haben. Was müssen als seinen Kopf ansehen? Ich glaube, er buggt gerade auch ein bisschen. Juhu! Er buggt wirklich gerade, warum auch immer. Mir ist das egal. Nur Vorteil für mich. Du willst trotzdem nicht vor ihm rumlaufen. Wenigstens mal gucken, ob hier wo der richtige Raketenwerfer ist.
kann doch nicht sein. Das hier muss ja irgendwo einer rumstehen. Müsste ein RL-43 Raketenwerfer hier irgendwo stehen, weil dafür habe ich Raketen eingesammelt. Töte ihn mit dem Rasenmäher. Hier ist auch nichts. Kann nicht sein, dass sie mich hier hinschicken und sagen, du machst das schon, auch ohne Raketen. Beziehungsweise ohne den passenden Raketenwerfer. Schlimm wäre natürlich, wenn einer der Kisten drin war, ich den aber nicht aufnehmen konnte, weil ich voll war. Aber ich habe die alle geleert. Ihr habt aber auch nichts gesehen, oder? Also der Raketenwerfer ist ja auch nicht klein. Wo am Kopf?
Ah, okay. Die Rohrbomben machen aber ein bisschen Schaden. Vielleicht sollte ich mich nicht selbst damit töten. Im Gebäude laut Video. Welches Gebäude? Ich habe jedes Gebäude nachgeguckt. Ach, wenn du jetzt versuchst, mich zu leiten, ist das eh wieder schwierig. We've got a problem. That HK is still functional. I can't get near. You'll need a rocket launcher to even make a dent in that thing. You better find one. Got it. I'm trying to analyze its weakness. Okay, its power supply is located on its back. Shoot it. Hurry, Skynet's reinforcements are starting to show up. Oh mein Gott! Das ist der Raketenwerfer, den ich gesucht habe. Wo ist denn sein Kopf? Bin nämlich nicht so ganz sicher, was sein Kopf sein soll. Thank you.
kommt der wieder, der HK? Oder war es jetzt einmal nur kurz? Also der fliegende HK. Oh mein Gott! Ah, ich sehe nichts! The power supply river. It's on its back. Boah, Eierkopf, ey, dir werde ich so die Fresse polieren, wenn ich zurück bin. Ach, jetzt, wo er aber deaktiviert ist, sagst du mir nicht Bescheid, du Penner. HK's down. Good job, Rivers. Download the secure code. Ja, mach mal schön hier Nickerchen. Nicht so, dass ich die ganze Arbeit gemacht habe. Moving out. Ich hoffe, seine Nerven haben nicht zu, liegen jetzt nicht zu blank. Raketenbeschuss eines 10 Meter hohen Panzers. Was schützt? Ein Holzschrank. Auch ein altes Gebäude. Die müssen verdammt gute Schränke haben in der Zukunft. Ja. Warum auch nicht? Hier nur einfach außen lang gehen können. Thank you.
Yeah, zupf dir am Bart, dann machst du einfach mehr. Ready, go! Entschuldigung, Hund, ich wollte dich nicht erschrecken. Ach, hier sind wir sogar erst. Mac die Codes bringen. I've got the codes. All right, then let's get right to it. Please insert stolen security codes. Hey, ich kann Python programmieren. Strike a key when ready. And it's done. Like they say, easy money. That's it? With the proper equipment, it only takes a moment. We can fight Skynet with our own weapons. I believe that goes for that infiltrator as well. The first prototype just came out a couple of days ago. Imagine what happens if they become mass-produced. We need to hurry before that happens. That infiltrator has been after us for more than just a couple of days. What do you mean? It's been following me for months. But that simply can't be. That prototype has been out for mere days. It's the same model that destroyed Pacific Division. But I'm connected to Skynet's mainframe and I can see their plans. I'm telling you that what you're saying is not possible. Unless... Oh my God. They will do it. They will finish the TDE. Finish what? TDE, time displacement equipment. For all intents and purposes, it's a time machine. A time machine? Yes, a time machine. You go in, you pick a date, you press a button, and just like that, you'll be watching your younger self learning to tie your shoelaces. You know, time travel. Skynet's been working on TDE for a while now. I've been monitoring its progress, but it's still not ready yet. So how could they send anyone back if it's not ready? They didn't, but they will. Don't you see? In one alternative future, they finished TDE and sent a Terminator back to our times. That has to be the one you saw. You couldn't have seen it otherwise. It didn't exist yet. That would explain why they suddenly started to learn at such a geometric rate. This is big. This is really big. So if it's done, then... What the fuck can we do now? We can still fight for this future. Our future. You could stop Skynet before they finish building time displacement equipment and send any more Terminators back. I'm forwarding everything I've learned to Connor. He needs to know. And you go report back to Baron. Speaking of Baron... I got that chip for you. Is it any different from the others? Is it any different? Of course it is! Its CPU is a neural net processor, a learning computer. It's been updated to incorporate infiltrating techniques. Thus, its processing power exceeds any other chip. This could be exactly what we need to win this war, Jacob. I have to warn you. Baron sent me to kill you. If she finds out that I didn't, she'll send someone who will. Thank you for telling me. If what you're saying is true, I don't have much time. As soon as I'm done packing, I'll be on my way. I've already sent all the blueprints and access codes to Connor. Grab that plasma behind you. And go see Baron. Muss für Baron nichts mehr machen. Ich hab's ja schon geknallt. Also warum soll ich noch was für die tun? Ach, ich weiß, ich drück's wieder härter aus, als es ist.
Pling. Um sie nochmal zu... Ach, nach dem ersten Mal ist doch das ganze Feuer verflogen. Ich habe eine Schwachstelle. Sie sind unermüdlich bestrebt, die Mission zu erfüllen, für die sie programmiert wurden. Sie werden sich selbst opfern, wenn es auch nur die kleinste Chance gibt, damit ihr Ziel zu erreichen. Sie werden niemals eine Gelegenheit ungenutzt lassen. Und wenn sie diese Chance wahrnehmen, erkennt man, was sie sind. Herzlose Killermaschinen. Commander. I'm here. Is the thing with Mac taken care of? It is. But I have some news for you. Go ahead. Es stellt sich heraus, dass der Infiltrator, der mich verfolgt, über eine Zeitverschiebungsmaschine in die Vergangenheit zurückgeschickt wurde. Er verband sich mit Skynet und lud sein gesamtes Wissen hoch, wodurch sie in einem geometrischen Tempo lernen. Ich habe das Gefühl, dieser Krieg wird nicht mehr lange dauern.